Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute dabei bist. Wir schließen heute mal den Chakrenzyklus ab und zwar mit dem siebten Chakra, dem Scheitelchakra oder Kronenchakra. Das ist quasi so das Zentrum, das schon so leicht außerhalb des Körpers sitzt, hat einen Einflussbereich eigentlich auf den ganzen Körper, auch nochmal aufs Nervensystem im Besonderen. Und es ist auch so eine Verbindung zu der Sinnhaftigkeit. Also auch dieser Lebenssinn steckt so in diesem Scheitelchakra, wenn das gut offen ist, so dieser Kanal nach oben ist eigentlich nur die Verbindung mit dem Gefühl, okay, das macht hier einen Sinn für mich und ich kann mir selber den Sinn wieder herholen und immer wieder aus mir heraus neu generieren. Und dafür braucht man eigentlich Ruhe, braucht man eine gewisse Bestimmtheit, denn wenn man das nicht hat, dann verfängt man sich irgendwo im Außen, ja, und hat irgendwo dann Gedanken oder Ideen, die eigentlich gar nicht so die eigenen sind. Und deshalb ist es eben, wie gesagt, gut, da immer wieder reinzuschauen und auch in der Ruhe diese Reinigung mit dem Scheitelchakra, mit dem Kronenchakra durchzuführen. Von der Farbfrequenz kann man sich das Weiß oder Gold vorstellen, wie man möchte. Manche stellen sich es auch in einem ganz dunklen Violett vor. Ich bleibe da so ein bisschen bei Weiß-Gold heute mal. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das heute anfühlt. Vielleicht, bevor wir anfangen, noch einmal so der kleine Hinweis. Es ist jetzt die letzte Chakrenreise und ich würde dich halt einladen, wenn du das ganz intensiv wahrnehmen möchtest alles und das aufbauend wahrnehmen möchtest, dann mach bitte die anderen Reisen vom Wurzel bis zum dritten Auge alle noch einmal durch. Denn dann hast du dein System gut durchgeputzt und gut in Harmonie gebracht. Okay, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Kronenchakra oder Scheitelchakra. Atme jetzt mal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus und stell dir mal vor, dass du in der Mitte deines Brustbeins eine Schnur hast und auch so am Hinterkopf eine Schnur hast und diese Schnüre richten dich gerade auf. Also am Hinterkopf und in der Mitte deines Brustbeins hast du eine Schnur, die dich sanft nach oben zieht, die dich aufrichtet. Und du kannst jetzt auch richtig so das spüren, wie deine Schultern vielleicht leicht nach hinten gehen, deine Brust sich öffnet. Und wie auch der Kopf leicht nach oben geht. Und spür jetzt einfach mal so diese Aufrichtung dieser Schnur. Du kannst jetzt deine Augen schließen und du atmest nochmal tief ein. Und wieder aus. Das Kronenchakra oder Scheitelchakra ist deine persönliche Verbindung in die geistige Welt, ist dein persönlicher Kanal zur geistigen Welt. Und deshalb lässt du jetzt mal alle Verbindungen und Verbindlichkeiten der manifestierten Welt, des Äußeren, hinter dir zurück. Jeglicher Arbeitsstress fällt von dir ab. Alle Termine oder Erledigungen fallen von dir ab. Und auch alle alten Gefühle, Gedanken fallen jetzt von dir ab. Du spürst, wie du dich mehr und mehr auf dein höheres Selbst, dein spirituelles Zentrum ausrichtest.
Dein Scheitelchakra wird jetzt gereinigt und geöffnet. Während du diese Meditation hörst, fließt heilsames, lindgrünes Licht ein, fließt hell rosarotes Licht ein, fließt hell blaues Licht ein, fließen alle Frequenzen ein, die dein Scheitelchakra, dein Kronenchakra benötigt, um sich auszugleichen. Atme tief ein und wieder aus. Nochmal tief ein und wieder aus. Während sich dein Kronenchakra reinigt, ausgleicht und öffnet. Sämtliche Manipulationsenergien lösen sich aus deinem Kronenchakra. Ob diese Energien nun von anderen Personen kommen oder von Dingen kommen, mit denen du dich umgibst, alles löst sich jetzt aus deinem Kronenchakra. Und du erlaubst dir, diese Beeinträchtigungen auch loszulassen. Auf der nächsten Ebene begegnest du dem sogenannten karmischen Rad. Das sind eigentlich Ansammlungen von alten Versprechungen, von alten Programmen, die dich von deiner höchsten Intuition, von deinem höchsten Licht abhalten. Vielleicht eine alte Enttäuschung, eine alte Fehleinschätzung, alte Muster und Programme, und diese dürfen nun transformiert werden. In einem dunklen violetten Licht lösen sich sämtliche Boykottenergien. Sämtliche Manipulationen und sämtliche Programme, die dich daran hindern, deine Spiritualität, dein inneres Licht zu 100% zu leben und zu manifestieren. Alle Aspekte, die vielleicht einmal an dieser geistigen Führung gezweifelt haben, dürfen nun in die Heilung gehen. Ich bitte nun um Vergebung oder ich vergebe mir selbst, dass ich meiner inneren Stimme nicht vertraut habe. Oder dass ich nicht immer auf meine innere Stimme gehört habe. Ich lade nun mein höchstes inneres Licht zu mir ein und ich bitte jetzt darum, auf allen Ebenen inspiriert zu werden. Auf der Ebene meines dritten Auges, auf der Ebene meines Halschakras, auf der Ebene meines Herzens, auf der Ebene meines Solarplexus, auf der Ebene meines Nabelchakras, auf der Ebene meines Wurzelchakras und natürlich auf den Ebenen aller meiner Nebenchakren im Körper. Du spürst jetzt, wie dieses Licht, dein inneres Licht, das Licht der Intuition,
sich in deinem Körper ausbreitet. Beobachte mal, welche Farbe dieses Licht hat. Und erlaube dir, diese Frequenzen auf all deine Ebenen einfließen zu lassen und zu manifestieren. Atme nun tief ein und wieder aus und spüre jetzt diese Sicherheit, dieses Vertrauen deiner spirituellen Energie, deines höchsten Lichts, durch all deine Ebenen fließen, zuerst die energetischen, und dann darf auch jede Faser deines Körpers von diesem Licht inspiriert werden. Jede Zelle deines Körpers wird nun auch von diesem Licht inspiriert. Und du spürst, wie du klarer wirst und freier. In der nächsten Ebene der Aktivierung geht es um die innere Orientierung, sodass du nun dein altes Wissen aktivieren kannst, wie du mit deiner Intuition kommunizieren kannst und wie du die Informationen deiner Intuition gut umsetzen kannst. Und dadurch brechen jetzt sämtliche Gefühle einmal weg. Es wird jetzt ruhiger und klarer. Also sämtliche Gefühle und Gedanken brechen weg. Und es wird ruhiger und klarer. Dein inneres Licht, deine Intuition breitet sich immer mehr in dir aus und du spürst, wie sich deine Lichtkörper aktivieren. Und du spürst auch, wie dein Kronenchakra sich weitet. Und wie du dadurch ganz klar in deine spirituelle Würde kommst. Sämtliche Überzeugungen, die du nicht mehr benötigst, transformieren sich jetzt. Sämtliche emotionalen Anspannungen oder auch gedankliche Anspannungen transformieren sich ebenfalls. Und du spürst, dass du freier und immer bewusster wirst.
Dein Kronenchakra richtet sich jetzt bis zum höchstmöglichen Licht aus. Dein Wurzelchakra richtet sich bis zum tiefsten Punkt der Sicherheit aus. Das höchste Licht. Und wenn du so möchtest, das Zentrum der Erde. Sind nun mit deinen Chakren, dem Wurzel- und dem Kronenchakra verbunden. Und in der Mitte dieser Energien richtest du dich aus. Und spürst, wie sich Zentrum um Zentrum um diese Mittellinie ausrichtet und positioniert. Während dieser Ausrichtungsprozess läuft, strahlt dein Kronenchakra auf deine Kopfhaut, in deinen Schädel hinein und reinigt dort sämtliche Verspannungen und Anspannungen. Alles, was verklebt ist, alles, wo du dich im Kreise drehst, alles, wo du alte Energien festhältst, darf sich nun reinigen und lösen. Dein höchstes Licht sinkt nun zu dir. Du nimmst Kontakt mit deinem höchsten Licht auf, deinem höheren Selbst. Und du spürst, wie es dir sagt, dass du dich nicht kümmern musst, nicht bekümmert sein musst und dich auch nicht zu fürchten brauchst. Dass du geborgen bist im Licht, im höchsten Licht. Und du lässt jetzt diese Energie von deinem Kronenchakra in deinen Schädel fließen, durch alle Sinne. Und spüre jetzt, wie diese Intuition, wie dieses Licht alles, was schief, verdreht oder auf sonst eine Art und Weise beeinträchtigt ist, bei dir einfach löst. Die höchste Orientierung, der höchste Schutz fließt durch dich hindurch, auch durch deine Schultern, Ellenbogen, Handgelenke, durch sämtliche Nebenchakren deiner Wirbelsäule, durch deinen Brustkasten, durch dein Becken, deine Oberschenkel, die Knie, Unterschenkel und auch Fußgelenke.
Du spürst, wie du in dir wächst, wie du in dir klarer wirst, wie sämtliche einengenden, beklemmenden Gedanken von dir abfallen und du absolut klar und bewusst in deinem höchsten Licht erstrahlst. Du bist jetzt absolut mit deinem höheren Selbst verbunden. Absolut mit deiner Sinnhaftigkeit. Und du erlaubst jetzt, dass sich diese Sinnhaftigkeit manifestiert. Dort, wo die größte Blockade ist, dass sich dein Sinn manifestiert, wird noch einmal gearbeitet. Und du kannst wahrnehmen, ist es im Wurzelchakra, in deinen konkreten Eigenschaften, ist es im inneren Kind bei irgendeiner Beeindruckung, ist es im Sozialen beim Solarplexus, der dich zurückhält, ist es beim Herzzentrum, wo vielleicht Gefühle stecken, die schon lange weggehören. Ist es vielleicht im Hals, bei deinem Handeln oder der Kommunikation? Ist es vielleicht in deinem Stirnchakra, dass du dir Dinge vielleicht einbildest oder Vorstellungen hast, die dich eher einschränken, als dass sie dich weiterbringen? Egal wo es ist, alles, was deinem Sinn entgegenspricht, wird nun aus deinem System entfernt und dein Sinn manifestiert sich in dir. Du spürst eine tiefe Freude und Flexibilität, aber auch eine Dankbarkeit und Stille in dir. Spür jetzt nochmal so den Energiefluss. Und erlaube dir nun, dass sich die Chakren untereinander synchronisieren. Dein Kronenchakra mit deinem dritten Auge, dein drittes Auge mit deinem Halschakra, dein Halschakra mit deinem Herzen. Dein Herzchakra mit deinem Solarplexus, dein Solarplexus mit dem Nabel und der Nabel mit deinem Wurzelchakra. Und in dieser Synchronisierung reinigen sich jetzt noch einmal festgesteckte alte Emotionen. Und in diesem Augenblick spürst du, wie sich deine Intuition in dir manifestiert hat, wie dein höheres Selbst, dein höchstes Licht in dir und um dich wirkt. Und du spürst jetzt, dass du alle energetischen Hauptzentren mal aktiviert hast und synchronisiert hast. Spür nochmal diese Verbindung vom Kronenchakra rauf ins höchste Licht und vom Wurzelchakra runter, wenn du so möchtest, ins Zentrum der Erde,
in die höchste Stabilität. Und dies ist der Weg der Manifestation. Und du bist nun in der Lage, diesen Weg der Manifestation in deinen Alltag einzubauen und so Dinge, die aus der höchsten Ebene kommen, die der höchsten Ebene entspringen, in deinem Leben zu manifestieren. Spür nochmal nach und nimm dein Chakrensystem klar wahr. Und atme dann tief ein und wieder aus. Lass diese Energie noch etwas nachlaufen. Wirklich vom Kopf, also vom Scheitel runter, durch deinen ganzen Körper. Und du spürst jetzt, dass du diesen Chakrenzyklus und auch diese Reise zum Kronenchakra gemeistert hast. Und du bedankst dich jetzt mal bei allen geistigen Helfern und Führern, die dich dabei unterstützt haben. Aber vor allem bedank dich bei deinem höheren Selbst. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Und dann streck dich durch und beweg deinen Körper und erlaube dir ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurückzukehren. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, dann öffne deine Augen und komm ganz ins Hier und Jetzt an. Du kannst auch nochmal deine Beine bewegen, die Beine gut auf der Erde spüren oder auf deiner Unterlage. Oder ein paar Mal einfach so das Gesäß, den Hintern zusammenzwicken. Es hilft dir einfach noch einmal, da gut runterzukommen. Und du spürst jetzt eben, dass du ganz klar im Hier und Jetzt angekommen bist. Ja, das war also das Ende des Chakrenzyklus. Du merkst schon, wir sind von der manifestierten Welt in die geistige Welt gegangen und du hast dich jetzt quasi mit deiner Intuition, dem höheren Selbst verbunden und schau einfach mal, was sich tut. Das kann sein, dass man ein bisschen intensiver träumt oder dass du vielleicht Gedanken hast, ein bisschen klarer. Ja? Das reinigt auch so ein bisschen so dieses Denken auf. Aber vor allem ist es auch wichtig, eben mit diesem inneren Sinn in Kontakt zu kommen, denn das löst natürlich einige Themen. Wenn ich weiß, was das für einen Sinn macht, wie ich mein Leben gestalte und dass ich mein Leben aktiv gestalte, ist natürlich wichtig in diesen Zeiten mit der eigenen Intuition verbunden zu sein. Wenn du Vorschläge hast, Kommentare hast, freue ich mich darüber zu lesen, schreib es mir einfach rein. Wenn du Ideen für weitere Reisen hast, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Ich freue mich auch über einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dein Oliver Ereny aus dem wunderschönen Linz. Tschüss.